Wir schauen noch einige weitere Techniken an, so ein bisschen als losgelöste Videos, die man auch nur einige davon anschauen kann. Zunächst möchte ich mal, dass die Gegner auch immer wieder nach unten einen Schuss fallen lassen und dass die, wenn dieser Schuss den Panzer berührt, dass man dann verloren hat. Also hierfür mache ich einen zweiten Sprite-Schuss und weil ich hier schon ein bisschen Arbeit investiert habe, kann ich diese Arbeit nutzen. Ich dupliziere diesen Schuss und benenne den um zu Schuss Gegner. Und damit sich diese Schüsse ein bisschen unterscheiden, möchte ich diesen Schuss doch noch ein bisschen einfärben und zwar gelb und unten so ein bisschen ein Pfeil nach unten. Sieht dann ein bisschen aus wie ein Blitz. Gut, das wäre es schon. Auch das Objekt Schuss können wir duplizieren. Rechtsklick duplizieren, Schuss Gegner. Und hier möchten wir zunächst mal Doppelklick drauf, den richtigen Schuss auswählen. Schuss Gegner. Hier habe ich eine Vorschau. Ich weiß also auch, das hat funktioniert. Jetzt brauchen wir irgendein System bei den Gegnern. Das ist ein Wecker, ein zufälliger Wecker. Und wenn dieser läutet, dann wird so ein Schuss eigentlich fallen gelassen. Und fallen gelassen, das ist auch ein wichtiger Hinweis. Dieses Mal soll bei jedem Schritt die Y-Koordinate um 10 geändert werden, also nach unten. Der Ursprung des Bildschirms ist oben links, also die obere linke Ecke ist die Koordinate 0,0 und nach unten nimmt dieser Wert immer zu. Jetzt müssen wir beim Objekt Gegner noch einen zweiten Alarm eigentlich da einbauen, Alarm 1. Und da können wir sagen, ja, wenn Alarm 1 losgeht, dann wollen wir eine Instanz erschaffen. Und zwar ein Schuss Gegner bei diesem Gegner selber. Und dann soll dieser Wecker gerade wieder aufgezogen werden. Alarm. Und zwar, und das ist jetzt, macht es schon viel spannender, ich möchte jetzt ein bisschen einen zufälligen Wert hier einbauen, dass nicht immer alle Gegner zusammenschießen, sondern immer ein bisschen unterschiedlich geschossen wird. Und zwar mache ich das dann so, dass ich hier reinschreibe, random, und da kann ich auswählen, ich möchte eine Zahl zwischen, ich sage mal, vorher hatten wir 60, also einmal pro Sekunde, jetzt möchte ich irgendwie von zwischen 2 und 3 Sekunden, das heißt random 60. Plus 120, 2 Sekunden dauert es sicher und dann noch ein zufälliger Wert, der zwischen 0 und 1 Sekunde schwankt. Dann wird wieder geschossen und diesen Alarm 1 müssen wir auch initialisieren. Das wäre auch hier oben. Zieren kann ich nicht. Also kopiere ich, füge ihn wieder ein. Alarm 1 soll auch am Anfang random. Und da sage ich einfach 180, also innerhalb der ersten 3 Sekunden soll diese Instanz kreiert werden. Jetzt, damit der Test ein bisschen besser verläuft, mache ich noch einige Kopien von diesem Gegner. Nicht gemeinsam erstellt werden, sondern dass jedes Objekt von diesem Gegner diese Schüsse generiert. Okay, das sieht gut aus. Irgendetwas hat beim Kopieren nicht richtig funktioniert, weil jetzt haben diese Figur, diese Gegner hier haben so ein bisschen ein Eigenleben. Immer wenn ich neu Alarm aufziehen möchte, dann muss ich natürlich auch den richtigen Alarm. Ich hoffe, ihr habt das schon vorher gesehen und wolltet da in den Bildschirm schreien. Also das gehört absolut dazu, dass man da Fehler macht und dass man dann eingrenzt, wo was könnte betroffen sein, wo könnte der Fehler liegen. Wenn ich das jetzt anschaue, genau, dann bewegen sich diese Gegner wieder schön synchron und die Schüsse werden da schön zufällig generiert und zwar auch immer wieder. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wenn der
Panzer getroffen wird, soll er zerstört werden. Und das mache ich beim Panzer. Wenn Panzerkollision mit dem Objektschuss Gegner, dann soll er zerstört werden. Instanz zerstören, das wäre es eigentlich schon. Wie wir das noch ein bisschen feiner mit Leben machen, schauen wir in einem nächsten Tutorial. Aber so funktioniert das schon ganz gut.